Bereits zum 37. Mal in Folge fand heuer die Strudengauer Messe statt. Diese besondere Messe bietet eine Plattform zur Präsentation der Produkte und Dienstleistungen aus der umliegenden Region. Wie siehst du die Aktivitäten in deiner näheren Heimat hier? Als Waldhausenerin bin ich sehr, sehr stolz auf diese Region. Ich gratuliere daher den Waldhausenerinnen und speziell den Waldhausenern zu dieser Messe und zu dem gelungenen, neu gestalteten Marktplatz. Herzlichen Dank für euren Einsatz, dir, deinem Team, aber auch den Ausstellerinnen und Ausstellern. Es arbeiten bei der Strudengauer Messe über 200 Leute von den verschiedensten Vereinen und da ist ganz egal, ob man rot, schwarz oder blau ist. Es wird da zusammengeholfen und es wird so eine Riesenveranstaltung durchgeführt. Und dazu möchte ich wirklich allen Beteiligten recht herzlich gratulieren und schöne Tage in Waldhausen wünschen. Und in Waldhausen ist wieder geschafft worden, dass sich 20 Unternehmer zusammengeschlossen haben, mit dem Marktplatzl eine Idee umgesetzt haben, wo ich ganz, ganz sicher bin, dass das wirtschaftlich für die Region ganz, ganz wichtig ist. Und dafür möchte ich ganz herzlich Danke sagen und wünsche der Messe einen guten Verlauf, aber vor allem der Region. Ich muss gratulieren zu dieser Strudengauer Messe. 37 Mal, 37 Jahre. Die Mühlviertelalm ist noch nicht so alt. Wir sind erst 19 Jahre, also halb so alt. Schauen auch noch recht richtig aus. So, ich sage nur, ich wünsche einen schönen Verlauf dieser Messe. Ich glaube, Messe ist grundsätzlich ein Treffpunkt, wo Informationen ausgetauscht werden. Diese Messe ist eine tolle Gelegenheit, dass man die Kontakte pflegen kann und alles das ausbauen kann, was man in Zukunft brauchen kann. Ich bin mir sicher, so gerade diese dezentrale, regionale Versorgung kriegt einen immer größeren Stellenwert. Also wir wollen einfach auch von den Menschen her, glaube ich, diese Lebensmittel, die Regionalität, das auch wirklich auch zu schätzen wissen, das Miteinander mit den Menschen, mit der Wirtschaft, mit der Landwirtschaft, aber auch mit vielen, vielen Vereinen. Wenn man da sieht, wie viele Vereine da mitarbeiten, dass das zustande kommt, dann wissen wir, wir haben ein intaktes soziales Miteinander und das wollen wir sich erhalten. Es wird sehr viel über Zusammenlegungen diskutiert. Wie stehst du dazu in deiner Heimat, zum Beispiel bei kleineren Gemeinden und so weiter? Also ich glaube, es steht außer Streit, dass sich natürlich die ganze Welt weiterdreht und sich sehr viel geändert hat in den letzten Jahrzehnten in puncto Mobilität. Aber man muss sehr vorsichtig sein, dass man bei dem Thema Zusammenlegung nicht Kooperation und Zwangsfusionen durcheinander mischt. Ich glaube sehr wohl, dass es Sinn macht, auch bei kleineren Gemeinden, wenn sie zusammenarbeiten, das, was ja auch auf vielen Ebenen bereits passiert. Allerdings mit der Vorstellung, dass man jetzt Gemeinden zwangsfusioniert, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich meine Bedenken, denn die Gemeinde ist natürlich ja auch eine kulturelle Heimat für ihre Einwohner. Ja, ich sehe das ganz ähnlich wie bei den Feuerwehren, genauso, die kann man nicht zwangsweise zusammenstecken, aber natürlich, wenn man sagt, gut, ihr entwickelt Möglichkeiten für Kooperationen, dann sollte man das auch unterstützen, wie immer man kann. Ich bin wirklich Stammgast bei dieser Strudengauer Messe, ganz einfach deswegen, weil ich sehr viel davon halte, was hier passiert. Diese schon des Öfteren heute erwähnte Zusammenarbeit ist großartig und ich frage mich immer, wie das so geht in den ländlichen Regionen, was da alles auf die Füße gestellt wird, was da alles durch Zusammenarbeit möglich ist. Das ist unheimlich erstaunlich und großartig. Es ist durchaus so, dass wir hier überlegen können, wie wir uns austauschen können, wie wir zusammenarbeiten können, wie das gesamte Mühlviertel, diese Region einfach in sich zusammenarbeitet und das geschieht ja auch. Es kommen die einen, gehen dorthin, die anderen gehen dahin. Wichtig ist, dass sie uns nicht davonlaufen. Das müssen wir in Zukunft aufpassen. Und abschließend wirklich noch herzliche Gratulation zur Gestaltung vom Marktplatzl, was ja unter anderem ein LIDA-Projekt ist. Und da sieht man, dass die Gelder im Wesentlichen sehr gut angelegt werden. In eigener Wald und alle, die dahinter stehen, ein herzliches Dankeschön und allen einen schönen Aufenthalt in Waldhausen im Strudengau. Horst Geier,
Obmann des Themenparks Kaolinum. Du bist heuer zu Gast auf der Strudengauer Messe und als Attraktion bietest du Bierkistenklettern an. Wir haben Mut, Spaß und unsere Gäste freuen sich, wenn sie damit aufkraxeln können und das passt alles hervorragend. Ich habe versprochen, dass derjenige oder diejenige, die den Rekord oder die meiste oder Höhe oder die meisten Kisten zusammenbringt, ja, eine Jahreskarte kriegt und der darf das ganze Jahr immer dann, wo wir offen haben, zu uns klettern kommen, natürlich. Zu Gast hier auf der Strudengauer Messe mit dem Disc Golf Parcours von St. Thomas am Blasenstein. Und wie ist das Echo so von den Besuchern für diese neue Sportart? Also den meisten gefällt es extrem gut. Also wenn ich ihnen erzähle von Disc Golf und wie das funktioniert, sind sie sehr interessiert. Und ich würde sagen, gute 80% haben gesagt, sie wollen nochmal dorthin gehen und sich das anschauen. Du hast ja auch einen Probekorb hier zum Ausprobieren und natürlich auch die Scheiben dazu. Nehmen dieses Angebot die Leute in Anspruch? Ja, sehr viele nehmen das in Anspruch, würden das gerne einfach mal ausprobieren, so eine Scheibe hineinwerfen. Da sind ja Ketten an diesem Korb und die klingeln dann ganz laut, wenn man reintrifft. Und ja, das ist was Schönes. Es kommen Schulklassen, Kinder bis zu Seniorenbund, sind alle da gewesen und das Feedback war einfach einmalig. Also es hat allen gut gefallen und es kommen alle immer wieder. Sonja Eigner, die Geschäftsführerin der Strudengauer Messe. Bei Traumwetter geht die 37. Strudengauer Messe über die Bühne. Ja, ich glaube, die Eindrücke sprechen natürlich für sich. Das Ambiente, die Menschenmenge, das ist einfach hervorragend und ich kann das nur an jeden empfehlen, dass er das selbst miterlebt und selbst mitgestalten kann. Als Wirtschaftsbundobmann von Waldhausen freut es mich ganz besonders, dass 20 Unternehmen hier mit Pulten ihre Firma präsentieren. Und wir wurden schon sehr gelobt, dass wir in unserer Gemeinschaft es geschafft haben, eben da miteinander ein Projekt zu starten. Ja, ich bin nur begeistert, ich kann es nur so weitergeben.